Und wenn du das emotional schaffst, irgendwas zu machen, was die Leute auf dem anderen Ende des Globus irgendwo emotional abholt oder berührt, dann ist das was, was ich als Erfolg bezeichnen würde. Ja. Ich glaube, dass man auch kommunizieren kann über Musik, dass Musik eben auf diesem Meta-Level kommuniziert, wo jetzt vielleicht Sprache oder Bilder oder so nicht ankommen, weil es halt was Unterschwelliges auch ist, was dich halt berührt. Und es ist so genauso wie Magie, ist ja auch nur Wissenschaft, die man noch nicht verstanden hat. So, ich bin nach New York gegangen nach meinem Abi, hab da irgendwie mich für Film interessiert, hab Praktika gemacht bei Regisseuren und Leuten, die Videokunst gemacht haben. Das war Ende der 90er damals. Und das war irgendwie so der Einstieg für mich in eine Welt, die mich inspiriert hat. Und der Weg war tatsächlich ein weiter von diesem Kid, was halt irgendwie mit 16 Slayer gehört hat und in Metalbands gespielt hat, Schlagzeug, hin zu der Person, die ich heute bin. Aber irgendwie fühle ich mich gar nicht so weit weg von dieser Person. Sehr minimaler Song, also es gibt nur drei Elemente eigentlich. Es gibt das Klavier, was ich live eingespielt habe, und dann diese Bassfigur, die der Roland Jupiter spielt. Also es ist so ein Analog-Synthi, den ich bei einem Freund aufgenommen habe. Ist das ein Arpeggio sozusagen? Oder? Genau, du hörst, was er jetzt hier macht. Pass auf. Das ist jetzt Jupiter, weißt du? Also das Klavier geht weiter. Vergleichbar auch mit dem Polysix, du hast halt auch Cut-Off und Resonanz und so. Der Song wurde auch für zwei US-Fernsehserien lizenziert, was ganz witzig ist, weil der dadurch so ein eigenes Leben nochmal bekommen hat. Ja. Also eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wurde, also irgendwelche Teenies. Seine war halt irgendwie Beauty and the Beast, das ist irgendwie so eine Serie, keine Ahnung, ich kenne das ja alles nicht so. So eine Romantik, Vampire und Werwölfe und so. Halt irgendwas, wo die Kids, also wirklich so 14-Jährige draufstehen. Ja. Dadurch, dass das in dieser Serie benutzt wurde, auch in einer relativ prägnanten Szene, wo irgendwie ein Werwolf stirbt und dann heult der Vampir und dann läuft der Song irgendwie. Ich fand's geil deswegen. Ja. Deswegen habe ich es auch freigegeben, wenn es jetzt irgendein Scheiß gewesen wäre. Aber ich feiere ja schon so Vampir-Werwolf-Stuff irgendwie ab. Ich finde manchmal meine Musik, wenn ich sie beschreiben müsste, ist so ein bisschen wie die Stimmung vor einem Gewitter oder so nach einem Gewitter. Es ist so eine gewisse Spannung in der Luft. Es ist aber jetzt nicht der große Knall, sondern es ist eher so diese Subtilität. Aber es ist auf jeden Fall nicht blauer Himmel und die Sonne scheint, sondern es ist schon eher so zugezogen. Und bei dem Song war es auch so, dass ich eher so ein Bild hatte und dann in dieser Stimmung war und dann irgendwas gesucht habe, was dieser Stimmung entspricht. Und es war halt so der Nachthimmel. Also irgendwo, es hatte was Dunkles, aber es war auch was Schönes. Weil so ein Nachthimmel mit Sternen kann ja auch wirklich nicht nur bedrohlich, sondern auch schön sein. Ich habe ja eine Beziehung zu Mexiko, sage ich mal, weil ich oft da war und auch so dieses ganze Prinzip von Tod als Teil des Lebens. Du hast auch als was Lebensbejahendes, also Dia de las Muertes ist halt auch so ein bisschen der Tag der Toten. Es ist halt ein sehr farbenfrohes Fest und du siehst halt auch, die Totenköpfe sind halt bemalt. Ich habe hier auch noch einen. Die sehen dann halt so aus. Es geht halt um Blumen und es geht um Tod, aber es geht eben auch um Leben. Alles komplex, beziehungsweise eigentlich ganz einfach. Also, ich spiele erstmal Musik. Ich habe ganz viele Songskizzen schon in irgendwelchen Zügen oder Flughäfen oder Hotelzimmern gemacht. Weil es mich oft inspiriert, woanders zu sein. Einfach mal aus einem anderen Fenster zu gucken. Weißt du, den Blick hier, den sehe ich irgendwie jeden Tag. Also ich bin froh, dass ich auch durch das viele Spielen rumkomme, weil das schon auch inspirierend ist. Und ich meine, Mexiko ist nur einer der Orte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei mir. Weißt du, wo ein Schlosser knackt? Ich habe nämlich meinen Briefkastenschlüssel verloren. Ach, shit. Ich komme da nicht mehr ran. Alles klar. Dann bist du dran, ne? Du meldest. Ja, mach's gut.